Ecke. Feinkost flüssig. Tag, herzlich willkommen in der Schüttelschule. Heute mal wieder was aus dem Pott. Und zwar so sehr aus dem Pott, wie es eigentlich nichts anderes gibt. Und das ist der Samtkragen. Also wenn wir eine Sache bei uns wirklich gut verkaufen, dann ist das die Zutaten für den Samtkragen. Und das Wichtigste dabei ist der Bohnenkamp. Und man darf keinen zu starken Korn nehmen. Was die meisten nämlich falsch machen, ist einen Doppelkorn nehmen. Das kann nicht klappen. Und wir zeigen Ihnen jetzt auch mal, warum nicht. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Korn, ne? Und kein Doppelkorn, ich habe es gerade gesagt, und ein Bohnenkamp, und zwar einen ordentlichen. Ne? Muss 48 Umdrehungen haben, dann ist das auch überhaupt nicht so schwierig. Zum einen brauchen Sie ein Korn. Und wichtig, man macht nie nur einen Samtkragen. Und dann müssen Sie sich ein bisschen Mühe geben, ein bisschen Ruhe bewahren und mit so einem schönen Samtkragenausgießer. Oder wenn Sie es ganz schick machen wollen, auch mit so einem Löffelchen. Da können Sie das dann da drauf laufen lassen, den Bohnenkamp. Und das wird so herrlich, das glauben wir gar nicht. Ist das nicht schön? Ach toll. Ich will den ganzen Tag trinken. So, wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie eigentlich auch schon den Samtkragen fertig. Und das Wichtigste ist, den Samtkragen trinkt man auch nicht alleine. Tag! Wohlsein! Wohlsein!